Digga, heute ist so ein richtiger Maitest-Tag. Habe ich das Gefühl. Egal. Morgen mache ich dann wahrscheinlich wieder mit Doom weiter. Für alle die schon darauf warten. Es wird natürlich jetzt nicht nur noch mein Test geben, sondern Doom wird natürlich ganz normal weitergehen nebenbei. Aber hab halt immer wieder Lust auf meinen Test. Und statt nur für mich zu spielen, dachte ich, warum mache ich nicht gleich wieder ein Let's Play draus? Macht ja Sinn. Ach du Kacke. Digga, gerade noch rechtzeitig die Flucht ergriffen. Wo kam der denn bitte schon so schnell her? Die Schallenlöscher kann ich eigentlich gleich lassen. Oder nee, doch, die fülle ich wieder auf. Mit diesen random Löcher hier drin sieht einfach scheiße aus. Wie viel Platz habe ich noch? Nahezu gar kein mehr. Du kannst raus. Ah, fuck you. Habe ich wahrscheinlich wieder aufgenommen, als der Kackviech da explodiert ist. Oha, ich bin schon voll. Achso, gut. Go, dann kommst jetzt du weg. Und du kommst weg. Jetzt habe ich es gerade weggeschmissen. Ach, jetzt habe ich die Samen weggeworfen, Alter. Ich glaub's ja. Gut, habe ich aber wieder aufgenommen. Hä? Leck mich doch. Arschloch. Gut. Hier gibt es keinen Claim mehr. Gut, dann fülle ich jetzt mal wieder alles, was hier irgendwie so... Oh, ich habe ja keinen Trick dabei. Kannst weg. Dankeschön. Wo bist du? Ich höre doch hier fucking Skelett. Wollt ihr mich gar machen? Hä? So, der ganze Müll kann erstmal weg. Dafür brauche ich den ganzen Müll. Und ich brauche bald auch eine zweite Kiste. So, erstmal wo ist mein Herd? Ich habe noch gar kein Herd zu stehen. Ist ja interessant. Weil wir müssen mich jetzt erstmal wieder ein bisschen Ton brennen. Also doch wieder alles rein. Arschlöcher. Und jetzt muss ich überlegen, wie war das? Muss ich das erst formen oder? Ja, genau. Erst hier das daraus formen. Und das konnte ich dann brennen. Nein. Halt, das da. So, jeweils 15. So, dann die erste Fuhre. Wo ist meine Kohle? Die erste Fuhre. Ja, das funktioniert. Hoffentlich auch richtig. Mal gucken. Damit ich gleich abbrechen kann, wenn irgendwas falsch ist. Das hatte ich mir jetzt ein bisschen anders erhofft.
Okay, also doch falsch. Ach Gott, ernsthaft jetzt? Och Mann, ernsthaft jetzt? Dankeschön. Das war natürlich ein schöner Reinfall. Und das Ganze nochmal. Also schon mal einmal Kohle verschwendet. Aber gut, einmal Kohle geht noch. Besser wäre es, wenn ich das nicht kontrolliert hätte und wir jetzt den ganzen Büttel verschwendet hätten. Weil das wäre nämlich richtig. Das wäre richtig arg gewesen. Wobei wir jetzt ganz schön viel Clay verschwendet haben dafür. Also oh, wir sind voll. Da schmeiße ich dich mal rein. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht. So. Voll. Wenn ihr das übrigens machen wollt, am besten linke Maustaste und rechte Maustaste gleichzeitig gedrückt halten. Das funktioniert witzigerweise. Perfekt. So, okay. Ist das behindert. So, das mache ich erstmal da, damit wir dann eine volle Ladung haben. Okay, und ich stopfe jetzt erstmal jetzt Löcher aus. Das war ja wieder richtig nice. Das war wieder... Fuck. Oha. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Na gut, das Loch lasse ich mal. Das hat nichts mit dem Clay zu tun. Plus die Löcher hier. Alter, das wird schon wieder eine geile Tour. Vor allem, wie kann unten Lava sein? Müsste doch das Wasser runterfließen, oder nicht? Naja, wahrscheinlich gibt es unten andere Gesetze. Wahrscheinlich ist die Magma da unten so heiß, dass das Wasser verdampft, noch bevor es da irgendwie mit dem Wasser, mit dem Magma in Berührung kommt. Wobei solche Phänomene echt geil sind. Weil das ist heute der Grund, weswegen man manche Feuer nicht mit Wasser bekämpfen kann, weil manche Feuer einfach so viel Hitze erzeugen. Gerade jetzt richtig große Chemiebrände. Die erzeugen einfach so abartig viel Hitze, dass das Wasser noch bevor es das Feuer überhaupt erreichen kann, beziehungsweise das brennbare Material erreichen kann, es praktisch ja, verdampft. Und durch das Verdampfen sich aber logischerweise das Ding aufspaltet in Wasserstoff und Sauerstoff. Und der Sauerstoff sorgt dann halt dafür, dass das Feuer sogar noch stärker wird. Also, die Physik hat schon echt Wege, mich zu begeistern. Ah, leck mich doch am Arsch, du Spinne. Komm gar nicht auf die Idee, mich anzugreifen. Ich habe Sand im Mund. Im Mund, Alter. Komm, ich brauch mal ein bisschen Charter. Du kannst darauf. Oder auch nicht. Dich brauche ich nicht. Schade drum, aber vielleicht ist mir wichtiger. Digga. Ach du Kacke. Lass mich in Ruhe. Stirb halt einfach. Yay, ist gestorben. Vielleicht darf ich wieder nicht zurückklatschen hier. Wetten kann ich nicht aufnehmen. Arschloch.
Ah, komm, mach eine. Ich könnte gleich nur noch ein paar Kisten bauen. Hab übrigens schon wieder vergessen, auf die Uhr zu achten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das aufnehme. So, gleich mal hier nachfüllen. Perfekt. Und jetzt kann das alles rein. Jetzt kann das nämlich schon vor sich hin schmoren. Wir brauchen definitiv noch mehr Kisten. Du kommst raus und du kommst raus. Dann bauen wir hier gleich mal noch ein paar Kisten. Bam. Wir werfen erstmal Scheiße reinschmeißen. Wo ist eigentlich die Hau? Ach da. Kann ich gleich mal ein bisschen das Feld hier erweitern. Oha, wird dunkel. Och nö. Ernsthaft? Ich hasse dich. Wieso ist hier Licht? Achso, wir rufen. Ich dachte gerade schon, ich werde hier bescheuert. Ich dachte schon, ich werde bescheuert. Gut. Damit soll die Folge erstmal beendet sein. Keine Ahnung, wie lange die geht, aber ist sowieso egal. Könnt ihr sowieso die Folgen direkt nacheinander gucken. Von daher, wie lang die Folgen sind. Ist ja letztendlich doch irgendwie scheißegal.